Hallo, heute geht es um ein Thema, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr aktuell. Eigentlich hat jeder darüber schon ein Video gemacht, aber ich habe irgendwie trotzdem das Bedürfnis, nochmal darüber zu reden. Und zwar, es geht um Menstruationstassen. Also, die kamen so 2016 auf und da hat eigentlich jeder dazu ein Video gemacht oder Blog-Einträge und so. Und ich habe das damals schon verfolgt, aber ich dachte mir immer so, nee, also ich weiß nicht. Und ich habe darüber immer wieder nachgedacht. Und jetzt vor 3 Monaten hat meine Freundin mir nochmal dazu geraten, weil sie meinte, ja, das wäre wirklich life-changing sozusagen. Also es wird so viel besser machen. Und ja, ich habe jetzt einfach nochmal so dieses Bedürfnis, darüber zu reden, weil es geht mir ganz genauso. Also ich habe vorher Tampons benutzt oder halt auch mal Slip-Einlagen und das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Also, und ich weiß, es klingt so dumm, aber es ist wirklich so toll. Und wenn ihr jetzt auch vielleicht noch, also ihr habt darüber wahrscheinlich auch schon alle gehört, aber wahrscheinlich fehlt vielleicht noch so der letzte Impuls, mal endlich so eine Menstruationstasse auszuprobieren. Deshalb wollte ich ein Video machen, weil ich kenne es auch in meinem Freundeskreis, also sie eigentlich alle davon wissen davon, aber die meisten denken sich so, ach ja, egal, das mit den Tampons funktioniert doch, warum soll ich es ausprobieren? Aber ich kann euch sagen, probiert es aus. Also ich habe die auch selbst gekauft, das ist hier kein Sponsored Video oder so. Ich werde euch die gerne verlinken. Ich habe die auf Amazon mir bestellt. Ihr könnt die holen oder eine andere. Es ist eigentlich total egal, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe halt vorher Tampons benutzt und es ist okay, ne? Aber ein Aspekt, den ich immer schon scheiße fand, ist halt einfach der Müll. Der entfällt hier halt komplett und auch der Preis. Also es ist schon teuer. Es ist schon teuer, seine Periode zu bekommen als Frau. Und damit, ich weiß nicht gerade genau den Preis auswendig, aber es ist halt eine Einmalausgabe und dann hat man das halt einfach. Und ich finde es ein bisschen komisch, das Ganze die ganze Zeit sich die Gegend zu schwenken, aber egal. Und es ist halt auch mit Tampons, es wird immer so ein bisschen trocken, es fühlt sich manchmal komisch an und man kriegt gleiche Infektionen dann am Ende. Und damit ist es wirklich weg. Also es ist nie trocken oder irgendwie komisch. Es ist so, wenn ihr den am Anfang bekommt, beziehungsweise wenn ihr dann eben eure Tage bekommt, dann kocht ihr den einmal aus. Also ich mache es immer so in einem kleinen Topf, mache Wasser rein, bringe es zum Kochen, hier rein damit und dann so 5 bis 10 Minuten koche ich es einfach aus. Und dann müsst ihr es eigentlich bis zum Ende nicht nochmal auskochen. Also ihr könnt es natürlich machen, wenn ihr wollt, aber es ist nicht nötig. Also ich mache es immer so, dass ich es dann einfach, ich wechsle es meistens zweimal am Tag, morgens und abends und dann mache ich es immer mit so einer pH-neutralen, sehr sanften Seife sauber und halt einfach kaltem Wasser. Funktioniert super. Ihr könnt es, wenn ihr unterwegs seid, auch einfach nur mit dem Tuch sauber machen. Das ist kein Problem. Ihr solltet es nur dann, wenn ihr halt zu Hause seid und einfach richtig sauber macht. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, wie soll das reinpassen? Also bei mir, ich zeige euch mal, wie ich es falte. Also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Das ist jetzt auch die Methode, die meine beste Freundin mir empfohlen hat. Man nimmt einfach den Finger, drückt es drauf, drückt dann den Rand so ein und hat dann so eine Muschel, heißt das. Das ist dann schön hier oben dünn und man kann es eben gut einbringen. Und am Anfang ist es ein bisschen komisch. Also man denkt vielleicht, aber es passt nicht so ganz und es läuft am Anfang vorbei. Also ist es so, ihr bringt es dann ein und dann lasst ihr das so aufpoppen sozusagen, zack. Und das merkt ihr auch. Und dann mache ich es immer so, dass ich mit dem Finger nochmal sozusagen am Rand entlang gehe und schaue, dass es auch überall dicht ist und anliegend ist. Und es einfach nochmal so ein bisschen nachjustiere. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr am Anfang nochmal Slip-Einlagen benutzt. So beim ersten Mal. Weil, also es war bei meiner ersten Periode so, dass es wirklich ein bisschen durchgelaufen ist. Also es war nicht ganz dicht, aber bei der zweiten und dritten hat es dann gehabt. Man muss einfach mal so ein bisschen reinkommen. Bei mir ist es so, ich nehme die Pille und ich habe nicht so wirklich viel Blut. Deshalb, wie gesagt, also mir reicht es, wenn ich morgens nach dem Aufstehen es wechsle und abends. Es kann aber sein, wenn ihr mehr blutet, dass ihr es halt auch mal halt mittags wechseln müsst. Da ist es ein bisschen doof vielleicht. Also das kann ich noch verstehen. Aber es gibt, glaube ich, auch ein bisschen größere. Da könnt ihr dann vielleicht eine größere Größe mal ausprobieren. Aber andererseits, also bis das Ding vollgelaufen ist, dann weiß nicht. Also wenn ich es einen halben Tag drin lasse, dann ist bei mir ungefähr so viel drin, ja. Also könnt ihr mal, wenn ihr die auch benutzt, mal schreiben, wie das ist. Aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass das ganze Ding voll läuft, weil so viel Blut verliert man auch nicht. Aber ich lasse mich gerne belehren. Und dann ist es eben so beim Entfernen. Kann ich euch einen Tipp geben. Ihr geht rein und dann drückt ihr das so zusammen, damit das Vakuum sich löst am Rand. Und dann ruckel ich immer so ein bisschen. Also, hier dran kann man auch ziehen, aber das finde ich ein bisschen blöd. Also, ich drücke das so zusammen und dann ruckel ich so. Und meistens das letzte Stück ist manchmal dann so ein bisschen unangenehm, weil der Ring ist schon relativ dick und fest und dann zieht man halt immer und dann geht's raus. Ich würde auch versuchen, das relativ waagerecht so rauszuholen, weil ich hatte am Anfang das Problem, beim Rausholen habe ich sozusagen das immer so gekippt. Und dann ist es überall hingelaufen. Und dann ist es halt das Problem, also sagen wir dann abends, ihr holt es raus, dann macht ihr es sauber, dann macht ihr es wieder rein. Und dann ist sozusagen das Blut, wenn ihr mir folgen könnt, sozusagen an den Wänden, kann das ja wieder runterlaufen. Weil das ist, wenn das Blut hier ist und oben ist es zu,
dann läuft das runter und dann ist es ein Euro und du sozusagen. Deshalb würde ich immer, wenn man es reinmacht, nochmal kurz warten, bisschen Toilettenpapier nehmen, alles sauber machen, dann ist es auch eigentlich okay, dann hatte ich überhaupt keine Probleme. Und es ist auch so, dass man es gar nicht merkt. Also wenn man das jetzt so sieht, denkt man, okay, man hat auch bestimmt den ganzen Tag, oh Gott, was habe ich da? Nein, man merkt das nicht. Also es ist so ähnlich wie bei Tampons, wobei, klar, Tampons sind ein bisschen dünner, aber trotzdem, also wenn das wirklich dann richtig sitzt, dann, ich merke es nicht. Also es gibt manche Leute, die haben dann ein bisschen mehr das Bedürfnis, auf Toilette zu müssen, weil es vielleicht auf die Blase drückt, das habe ich jetzt noch nicht feststellen können. Das kann dann einfach sein, dass es vielleicht falsch liegt, also dann müsst ihr es vielleicht ein bisschen nachjustieren. Was auch viele machen, ist sich eine zweite kaufen, das habe ich jetzt noch nicht für nötig gehalten. Was natürlich echt ein bisschen blöd sein kann, wenn man halt so auf öffentlichen Toiletten ist. Also wie gesagt, ich habe das Problem nicht, weil ich muss es nur zweimal wechseln und immer dann zu Hause. Aber wenn man halt auf so, also in einem Restaurant ist oder irgendwo, oder in einem öffentlichen Platz, wo halt mehrere Kabinen sind und nur ein Waschbecken, da ist es ein bisschen scheiße, das zu wechseln. Da kann es vielleicht auch gut sein, mehrere zu haben. Wobei, also in der Anleitung steht auch, man kann es einfach nur mit Toilettenpapier auswaschen. Man muss es nicht immer mit Wasser waschen. Aber wenn ihr das blöd findet, dann würde ich einfach empfehlen, zwei zu kaufen. Dann kann man eben die eine mit Toilettenpapier sauber machen, in die Tasche stecken und dann eben die frische nehmen und dann zu Hause wieder alle waschen. Müsst ihr einfach mal gucken. Also ich habe jetzt dreimal sozusagen benutzt. Es war super. Also beim Sport keine Probleme, beim Schlafen. Bei meinen ersten Tagen ist es, wie gesagt, ein bisschen ausgelaufen, aber danach, es war so gut und an alle Frauen da draußen, ich finde, es ist wirklich, ja, life-changing. Sorry, es klingt so dumm, aber es ist halt einfach, also so die Periode ist echt für Frauen, ist eine Scheißzeit. So, ja, man hat Krämpfe, man fühlt sich matschig, man hat Blähungen vielleicht oder man ist einfach aufgebläht und ich weiß auch nicht, wenn es da halt was gibt, was ein bisschen angenehmer macht, wo man wenigstens nicht sich noch Gedanken machen muss, dass es ausläuft oder I don't know, wisst ihr, also okay, Props dafür und ja, ich könnte das Video gerne bewerten. Mir war es ein inneres Anliegen, das nochmal hier anzusprechen und ja, wir sehen uns dann, denke ich, beim nächsten Video wieder. Lasst gerne Feedback da, Kommentare, positive Bewertungen. Ihr kennt das Ganze und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!